Ohne Ex-Weltmeister Mesut Özil ist der FC Arsenal problemlos in die vierte Hauptrunde des englischen FA Cups eingezogen. Die Gunners siegten beim Drittligisten FC Blackpool 3:0, 2:0, Eigengewächs Joe Willock, 11., 37., sorgte für die frühe Führung der Londoner beim Außenseiter. Der nigerianische Stürmer Alex Iwobi, 82., entschied die Partie in der Schlussphase. Für Aufregung hatte ein Blackpool-Anhänger vor der Begegnung gesorgt, der 40 Minuten lang sitzend auf dem Dach des Arsenal-Mannschaftsbusses gegen Blackpools Club-Eigner protestierte. Das Team von Trainer Unai Emery musste bei der Anreise zum Stadion auf einen anderen Bus umsteigen. Beim Aufwärmen verletzte sich zu allem Überfluss dann noch Kapitän Laurent Koscielny. Vor Arsenal hatten auch Manchester United 2:0 gegen Reading und der FC Chelsea 2:0 gegen Nottingham Forest ihre Pokalhürden gemeistert. Der frühere Bundesliga-Trainer Ralf Hasenhüttl muss mit dem FC Southampton nach dem 2:2 gegen Zweitligist Derby County dagegen ein Wiederholungsspiel absolvieren. Mehr dazu, Bayern-Flirter Tsunodoy führt Chelsea zu Pokalsieg, ausgeschieden ist Huddersfield Town mit Teammanager David Wagner. Das Tabellenschlusslicht der Premier League unterlag bei Zweitligist Bristol City 0:1, 0:0, Crystal Palace mit dem Ex-Schalker Max Meyer in der Startelf siegte gegen Viertligist Grimsby Town glanzlos mit 1:0, 0:0.